Ich möchte nicht jetzt Ihre Zeit weiter beanspruchen. Sie können jetzt auch canceln und weitere Teile bei Bedarf dazu nehmen. Es gibt dann ein übersichtliches Verzeichnis aller Videos und Stichworte und Sammelthemen und so weiter. Doch eine recht ausgeklügelte Struktur. Und dass Sie Ihre einzelnen Punkte rausnehmen können, wo Sie Interessen haben. Ich bin froh, dass wir einen solchen wunderbaren Forschungsstandort auch haben in der Schweiz und auch wirklich auch globale Player hier haben können. Wir wollen nicht in die Provinz, in das Provinzielle versinken. Und für diese globalen Player müssen wir attraktive Standort haben, Bildung wirklich weiterentwickeln auch. Und nicht zuletzt auch das Finanzielle muss natürlich auch stimmen, oder? Das heißt, einen attraktiven Steuerstandort auch. Und das gibt uns auch den Kick, uns weiter anzustrengen. Google und solche Firmen, die müssen hier sein und nicht nur Administration machen hier, sondern auch hier forschen. Und das braucht entsprechend auch tiefe Unternehmenssteuern, oder? Dort ist nicht das Problem, dass die Schweiz verbluten würde, wenn man jetzt die Unternehmenssteuer so tief fällt, wie es global jetzt auch möglich ist. Und dann nicht noch viele, oder? Ja, stimmt schon, oder? Stempelsteuer, ja, ist ja nicht viel, aber wenn man muss es auch ein bisschen, wie die Menschen ticken, die entscheiden, auch psychologisch sehen, oder? Da hat Uli Maurer auch recht, er hat das, denke ich, sehr gut vertreten in kürzlich in der Arena-Sendung. Und da hat gesagt, oder? Ja, man muss das Ganze dort eben auch sehen und dann wählt ein Unternehmen, hat jetzt stehen größere Investitionen an, man muss den Sitz erweitern oder auch eben funktionell so entscheiden, kommt eine Abteilung dort dazu oder muss sie weg und so weiter und dann kommen neue Leute und so und dann wird wieder neu beurteilt und dann heißt es ja, dann schaut man Schweizer Rahmenbedingungen Schweiz. Und dann heißt es da Stempelsteuer und dann und dann und dann. Nur schon die Vielzahl von solchen Dingen ist psychologisch, ist das einfach schlecht, oder? Dann das jedes Mal drückt das irgendwo ein Negativ rein. Und schlussendlich kommt man, obwohl vielleicht, ja gut, die Zahlen absolut werden, die Zahlen schon auch angeschaut, aber das wirkt dann doch auch zusammen und dann heißt es, ja, Schweiz, du, schau mal. Die Negativitäten und dann sind wir weg, oder? Das wollen wir nicht. Wir wollen Licht, oder? Das heißt, Forschung muss möglich sein und wirklich auch höchstqualifizierte Leute müssen wir Arbeitsplätze auch haben, weil in diesem Bereich kann man mit KMU nichts machen, oder? Das braucht wirklich Konglomerate, die hochkoordiniert sind. Und das muss man heute immer noch innerhalb von in einer also Organisationseinheit drin haben, weil die Kommunikationsstandards, die sind noch nicht so weit, dass man einfach sagen kann, alle müssen wir ja leider sehen, oder? Alle funktionieren so, das ist nicht so. Da muss eine Unternehmung daran arbeiten. Und das ist auch mein Business, das ist unser Business, dass wir die Kommunikation auf höhere Niveaus bringen, oder? Da kann man dann auch nicht mehr sagen, ja, jetzt bin ich nur am Arbeiten und das Private hat hier keinen Platz, also darf hier nicht sein und auch umgekehrt. Solche Aufteilungen müssen wirklich verschwinden, wenn wir ein gewisses Niveau haben, oder? Und das auch im Respekt selbstverständlich, oder? Aber ich hatte einmal als KMU als junger Architekt, oder? Hatte ich auch schon Angestellte.
oder wenige, oder? Und dann ist man natürlich auf den Einzelnen, auf die Einzelne sehr angewiesen. Und dann muss ich umziehen von einem Standort zu einem anderen. Und dieser Mitarbeiter hat dann einfach gestreikt und hat gesagt, bei meinem Arbeitsvertrag steht nicht drin, dass ich auch beim Zügeln, beim Umzug helfen muss. Oder so etwas ist dann so, dem sage ich eine Angestelltenmentalität, oder? Und das darf einfach nicht sein, oder? Da muss auch das Menschliche und die Sicht für das Ganze muss auch bei den Angestellten einfach vermehrt reinkommen. Die haben auch wieder, ich war ja auch schon angestellt, ich kenne auch diese Schattenseiten und bin überzeugt, das ist auch wichtig, dass wir nicht immer alles eben reglementieren wollen. Oder wenn schon, dann sagt man, die Partner, die, wie heißt es, Sozialpartner, die finden im Dialog und auch ganz konkret in der Firma drin, oder im Einzelfall die Lösung. Und dort kommen wir auch gerne rein. Also wenn es Konflikte gibt oder wenn eben auch, ja, man merkt, die Effizienz sinkt oder Leute gehen viel und so, da können sie uns holen. Das ist unser Business, dass wir da das wieder, bevor zu viel Negativität entstanden ist, möglichst, dass wir da das wieder auf den steigenden Pfad bringen. Hä? Dann, es ist jetzt Job, jetzt habe ich ausnahmsweise das gleiche Dress angezogen, weil die Spezialitäten der Darstellung sind nicht allen bekannt, das würde irritieren, aber ich sage es einfach gleich jetzt noch. Es ist eine Ausnahme für die anderen, die schon länger dabei sind. Üblicherweise muss ich jeden neuen Tag ein anderes Dress anziehen. Das hat jetzt keine hygienischen, auch hygienischen Gründe, aber es hat eben auch Ordnungsgründe und die Ordnungssysteme sind eben schon auch wichtig. Das musste ich wirklich auch lernen als KMU, der frisch gekommen ist und gesehen hat, du willst die Alten machen, das ist jetzt wirklich so daneben. Und ich hatte auch schlechte Erfahrungen schon im Praktikum. Wirklich, ich glaube, die hat's wirklich auch Leute, Ältere, die natürlich die Jungen fürchten mit ihrem Power und ihren besten Ausbildungen und da wird auf einem Ruhm getrampelt und nur schon da kommt man auseinander und solche erste Eindrücke, die bleiben vielfach dann auch hängen und später entscheidet man immer noch nach solchen ersten Eindrücken und schmerzlichen Dingen und dabei sind die nicht mehr aktuell. Die Leute haben sich verändert. Man selbst kann sich besser wehren. Man weiß, wo man nicht mehr reintrampeln muss und so weiter. Und da muss man sich wieder öffnen, oder? Und dann können wir dann auch die Grabenkämpfe dann langsam wieder überwinden und zu einem großen, wunderbaren, leuchtenden Kristall werden, Power und Verbundenheit, ohne faule Kompromisse, sondern es braucht dann auch eine Segmentierung und dann die Segmente aber müssen eben auch schlussendlich erleuchtet sein und das Licht hat die schöne Eigenschaft, dass es die gereinigten Teile dann auch verbindet, hindurchflutet eigentlich, oder? So, mit dieser Symbolik möchte ich mich jetzt zurückziehen an diesem, ja, was haben wir denn? Mittwoch, den 19. Januar 2022. Machen Sie es gut. Ich schaue jetzt nur das Herstellen eigentlich dann von hoffentlich doch gereinigter